Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Ja, liebe Leute, heute geht's nach Koneria, Fox seine Heimat. Na, eigentlich ist es ja Final Destination, ne? Aber naja. Los geht's. Erstmal mit Hazards on, das heißt, wir werden richtig heftig jetzt beschossen. Wird nicht sehr angenehm. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich weiß noch gar nicht, wen ich nehme. Ich denke, ich werde Inkling nehmen. Inkling. Ja. Let's go. Koneria. Komische Stage, definitiv. Gab es eigentlich auch schon in Smash 64, nur war es halt Sektor Z. Nicht im Freien halt. Man kann sogar hier hin, Leute. Weil der Laser hier abgefeuert wird, wie immer halt erwischt. Das ganze Koneria-Flugzeug hier ist eben halt eine Basisplattform. Hier kommt Feuer raus. Tut einem aber nicht weh. Es gibt eben halt nur diese Basisplattform. Durchlifferplattformen sind lediglich nur die Flugzeuge vom Star Fox Team, die ab und zu mal auftauchen und die beschießen einen auch. Aber da kann man drauf gehen. Und ja, die als Durchlifferplattform nutzen. Competitive ist die Stage nicht. Erstmal haben wir hier eine fette Wall. Sehr viel Campenpotenzial da unten. Ein Laser gegeben. Und eben halt dann noch, dass man unter Beschuss steht. Selbst das kann man ja ausstellen, aber da unten der Laser ist halt kacke. Super viel Campenpotenzial und dann diese große Wand hier. Deswegen, Koneria, definitiv nicht competitive. Kriegt von mir eine 4. Im Competitive. Weil die Wand eben halt scheiße ist und das Campenpotenzial da unten gegeben ist. Designtechnisch hätte mir Sektor Z besser gefallen. Ich mag das. Das ist halt auch im Space. Kann ich aber verstehen, dass man es nicht reingenommen hat, weil das hier ist ein guter Kontrast zu Lylat. Lylat ist ja schon in Space. Da hat man sich hierfür entschieden. Für dieses Design. Und ja, ist ganz nett. Gefällt mir auch da mit dem Hintergrund. Ist das nicht sogar aus engem Spin-off von Star Fox? Woher kenne ich diese Base? Guck, hier, durchschlüpfbare Plattform. Yeah. Muss man aufpassen, da muss man rechtzeitig runter. Manchmal schmeißen die einen auch runter, wenn die Barrel Roll machen oder wenn die hochfliegen halt. Muss man rechtzeitig runter. Aber ja. Spielspaß. Naja, ich find's okay. Ich hasse die Stage nicht, aber es gibt auch bessere. Ich gebe hier mal eine 3. Und vom Design her, da habe ich mich noch gar nicht zu richtig geäußert. Ich meine, ich mag es, könnte aber irgendwie besser sein. Ich mag es eher Spaciges, passt besser zu Star Fox. Deswegen gebe ich hier auch nur eine 3. Insgesamt gebe ich der Stage aber eine 3 minus. Weil es doch competitive ein bisschen fragwürdig hier ist alles. Glurak ist so schlecht designt in dem Spiel. Das ist der schlecht designste Charakter, meiner Meinung nach. Er hat halt nur diese Side B, wenn die trifft, dann wirst du gefickt. Wenn nicht, dann kann er gar nichts. Hat einfach Glurak gar nicht designen wollen. Hey, guck mal hier, ein Spezialflugzeug. Das ist vom Wolf. Team Star Wolf. Geil. Nice. Die sind auch hier vertreten. Aber es war damals noch nicht so. Das haben wir jetzt rein editiert. Alter, das ist broke mit Inkling. Du kannst halt die Splatbombs die ganze Zeit hier runterkullern lassen. Guckt euch das an. Das ist mega geil. Ich kämpfe die jetzt aus. Komm, Spieler. Ja, der blöde Glurak ist wenigstens weg. In dem Fall dieser Knoss. Die Angel. Zum Glück nervig oder so, ne? Die Angel von Melinda. Zum Glück nicht. Hä? Ist die da jetzt wieder rausgekommen? Keinen Sinn, Mann. Oh, zwei Splatbombs. Die arme Zero Suit. Stier. Alles klar. Alles klar. Input Reading vom Feinsten. Sonst können die Bots nichts. Oh, tschüss. Input Reading, das kann echt abfangen. Hä? Hab ich das Flugzeug jetzt gerettet oder was? Kann sein.
Zum Glück killt der Backthrow davon nicht. Okay. Goodbye. Auf Nimmerwiedersehen. Sie haben einfach gekillt. Der Inkling. Schön. Haben wir das auch mal gesehen. Aber jetzt halt die ganze Zeit beballert. Vielleicht ganz witzig mit Items. Aber so natürlich nicht. So natürlich nicht. So, jetzt ohne die Flugzeuge. Star Fox Zero hat richtig geile Themes. Gucken, ob wir da was von nehmen. Das hier zum Beispiel. Sektor Omega Lul. Mal gucken, wer jetzt mein Gegner wird. Pinkling. Eigentlich lila ist aber. Komm schon, sag's keinem. Dunkle Samus. Alles klar. Oh. Ja, es wird scheiße auf der Stage mit Inkling. Es wird sehr scheiße. Es sei ich spiele halt wie ein Hurensohn Tempel da hinten mit den Splatbombs. Muss ich aber, um hier zu gewinnen. Also machen wir das. Bin sonst so schlecht auf der Stage. Selbst das kriege ich gar nicht hin. Oh mein Gott, nur am Grabben, ey. So was anderes aus Grabben? Mann, Mann, Mann. Grab, Grab, Grab. Guck mal, nur, kennt nur Z. Ganz Controller von dem Bot besteht nur aus Z. Hat nur die Grab-Taste zur Verfügung. So wirkt das gerade. Als ob, ey. Grab, Grab, Grab. Hurensohn, ey. Grab. Junge, nur Grab! Fick dich doch mal! Meine Fresse, das ist frustrierend. Nur am Grabben sind. Alles klar, alles klar, alles klar. Haha. Fast in Abtilt gekommen, Mut. Ja. Der grabbt ja echt nur, Mann. Warum? Als ob Dunkle Samus nichts anderes hat als ein Grab. Eine Beleidigung für alle Dunkle Samus-Spieler, dieser Bot. Alles klar. Boah, ist der stark, der F-Tilt. Der auch, der Roller. Wenn man nur immer Charge-Spiel auflädt und grabbt, dann gewinnt halt der Roller. Schon wieder grabbt. Ja, dazu muss ich wohl nichts mehr sagen. Ich glaube, wir sehen auch nichts anderes mehr als ein Grab. Geile dunkle Samus, muss ich ja schon. Muss man ja schon sagen, ne? Echt gute dunkle Samus. Da unten wurde ein Grab gebuffert, by the way. Wer? Nein. Wer nah an dem. Wer nah an dem. An der Wall da steht, hat auf jeden Fall hier einen Vorteil. Kann man länger überleben und tacken und alles. Wenn man es dann kann, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Tage, wo ich nicht tacken kann. Heute ist wieder einer dieser Tage. Tot? Tot. Oh, was für dunkle Samus. Sie hat echt nur gegrabt. Nervt sowas. Versucht es doch wenigstens.
Na gut, Battlefield. Bitte nicht eine Samus, die jetzt auch nur grabbt. Dann gehe ich wirklich fein. Und gleich kommt die Fox Amiibo. Die war ja grottenschlecht, aber probieren wir es nochmal. Vielleicht ist er jetzt besser geworden. Oder spielt besser gegen Inkling. Letztes Mal war es halt Gendorf. Oh, Schulk. Okay. Krasse Range, ne? Mal gucken. Und der hat Probleme gegen Range. Er selber halt keine gute Range hat. Macht er so viel Backslash? Backslash! Neues Monster-Slash, ey. Schon wieder Backslash. Rolle gereelt, F-Smash tot. Wunderbar. Du willst versuchen, einen Inkling zu gimpen. Nice try. Muss man die ja schon lassen, ne? Die neue Inkling-Technik, Leute. Geil, ne? Einfach offstage gezogen. Habe ich nicht rausgefunden, dass es geht. Weil es gerade mit Inkling ja gut. Offstage so ein Gott ist. Weiß schon, dass es das falsche Monado ist, mein Freund, ne? Aber danke, dass du mir jetzt das ermöglicht, länger zu überleben. Na, okay. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dachte. Hä, was? Hat er jetzt getauntet? Ohne Scheiße. Junge, ist jetzt gut. Kann ich mal wieder landen? Range-Chars sind gut gegen ihn, Klingmann. Verstehe auch nicht, warum das Leute nicht wahrhaben wollen. Und, na, dachte die Eid anders. Tot. Ende. Tschüss. Sorry, du Model. Hab auch einmal Free Stock bekommen. Wegen der neuen Inkling-Technik. Nice. Gut, jetzt kommt Fox. One vs. One, Final Destination. Oder Omega in diesem Falle. Nee, ja, Star Fox U, nehmen wir das doch. Geile Mucke. Versuche. Ja, die Star Fox U-Musik ist echt gut. Okay, Fox. Du hast eine zweite Chance verdient. Deine letzte Chance. Beweise dich. Fox. In diesem Fall wieder Wolf. Mal gucken. I am very gespannt, ob der sich verbessert hat oder nicht. Nein, er macht immer noch Smash-Angriff für die ganze Zeit. Ja, macht immer noch diese Smash-Angriffe. Wir begreifen das Leute nicht, dass Smash-Angriffe so schlecht sind. Verstehe ich sowieso nicht. Mach doch Laser. Triffst mir je nicht. Ein Dash. Machtdemonstration hier mit dem Parry. Oh, random Smash. Geh dich ins Knie ficken, ey. Was ist das für ein Fox? Das macht gar keinen Spaß, dagegen zu spielen. Also spielt eh kein guter Spieler. Wird man nur selber schlechter. Meine Fresse. Junge. Das ist echt dumm. Meine Fresse, ist das ein Schwachsinn. Ja, wieder Random Smash. Ach komm, ey. Diese Amiibo, die gehört echt in den Müll. Kauft ihr euch nie die Fox Amiibo. Ihr macht echt nur Smash-Angriffe. Oh, er hat ja
Char so gute Kombos. Oh mein Gott. Smash, Smash, Smash. So. Jetzt reicht's mir aber hier. Und Smash angriffen. Ja, natürlich macht er wieder einen Smash. Was anderes kann er ja nicht. Ein Smash-Angriff, hätte ich gedacht. Oh, ein Smash-Angriff. Ich will nicht, dass es Shield breakt. Fahr zur Hölle, ey. Hat der mich abgefuckt. Der spielt hier gar nicht richtig. Wo soll ich gegen sowas spielen? Smash-Angriff, Smash-Angriff, Smash-Angriff. Was ist das? Das ist Bullshit. Na gut, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Eure Meinung zu Corneria natürlich in den Kommentaren. Und ob ihr die Fox Amiibo auch so hasst und ob eure Fox Amiibo vielleicht besser ist, schreibt es gerne rein. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir Venom machen. Nicht Venom Snake, sondern Venom die Stage. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.